Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Ketter im Kopf. Jo, wir ernten Roggen, ne? Das machen wir jetzt mal. Ganz fleißig. Wir fahren über beide Felder rüber. Mit einer Bahn. Hoffe, dass wir hinkommen. Ansonsten müssten wir da. Jo, müsste eigentlich passen. Das nächste Feld ist ein bisschen, naja, das geht, glaube ich, ein bisschen knapp. Ah, geht weg. Gut. Ich glaube, wir haben noch 51 Liter im Tank. Im Treibstoff. Das wird knapp. Hat uns der Händler ein bisschen nicht gut ausgestattet. Also 70 Liter hatten wir gehabt. Oder 78 sogar. Feld Nummer 3 ist fertig. Das ist das größere Feld. Und jetzt geht es auf den kleinen Feldern weiter. Ich fahre jetzt gleich durch. Das ist dann. Braucht nicht mehr wenden, ne? Einmal durchfahren, zack, erledigt. Tja. Ich habe gut Wochenende gewünscht, ne? Ja, ich versuche jetzt mal die Folgen so aufzunehmen, dass es im gleichen Rhythmus ist wie mit LS. Dann fällt mir das meistens eher auf. Also ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, ne? Entschuldigung dafür, dass ich bei Kettle und Kopf keinen schönen Sonntag und Samstag gewünscht habe. Ich hoffe, dass ich das beim Thüringen und bei der Marsch dann entsprechend mache. Gilt auch für Zuschauer bei Kettle und Kopf. Ne? Ja, das Feld haben wir auch noch vor uns. Ja, und dann mal schauen nachher, ja, mit der Aussaat. Ne? Ich weiß ja nicht genau. Jetzt haben wir Ende Februar. Im März soll ein Update kommen wegen neue Fruchtsorten. Ne? Wegen Raps ansehen, wird theoretisch mit aller Betriebe. Gut, wir müssten da eh nochmal tellern oder flügen. Das werde ich aber jetzt. So. Das passt jetzt nicht mehr. Das müssen wir nacharbeiten. Sonst. Jetzt umstellen wir ungünstig, ne? Ja. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, das wäre. Ist doch nicht ganz so parallel zueinander, ne? Aber gut, das ist nicht anders. Ich wollte jetzt nicht den Kurs ändern, damit wir da wieder nacharbeiten müssen. Und gleich manuell machen, Lenkung raus. So. Und er mag ganz gerne noch mit gelben Strich fahren, ne? Das ist dann ja wieder automatisch in der Richtung. Und würde in dem Fall das grüne Zeug nicht so schön sein, ne? Hat aber keine Auswirkung, denke ich mal. Entschuldigung. 8000, 9000. Noch ein bisschen, haben wir jetzt schon. Ja. Wissen muss da was sein, das ist auch nichts, dann hat man wieder Stroh raus. Ne? Ich mache trotzdem noch ein Stückchen mit. Wir haben noch 12.000, 1200 Liter Platz im Tank. Überschenken. Ja, Kanister haben wir jetzt nicht dabei, ne? Oder Tankfahrzeug. Na gut. Tankfahren wäre kein Problem. Einfach wenn wir einfach abschnallen, stehen lassen und dann, wenn wir das im Hof fahren oder zur Tankstelle. Ich glaube, ich beides.
um die Ecke mehr oder weniger. Lenkung. Jetzt aber. Ja, und auch die Kamera, ne? Über Tucano, da ist eine Kamera innen drin. Kann man hier sehen, rechts. Mit dem Monitor. Da gucken wegen. VW. Aus. VW. VP, aber sonst wäre Polizei. Volkspolizei. Oder ABV. Abschlussbevollmächtiger. Lenkung muss ich deaktivieren. Und Spender. So, mal schauen. Ich glaube, der Anhänger ist voll dann her, ne? Wir haben 7:45. Und das müsste bis 10 Uhr gut hinklappen. So lange ist er ausgeliehen, ne? Für 4 Stunden. Wollte ja ein bisschen wirtschaftlich arbeiten, ne? So, Bremse. Weiterfahren. Denk mal, wir werden nicht alles reinkriegen. Gibt's doch gar nicht. Bremse. Zum Glück schaltet sie automatisch aus. Wäre ein Verlust. So. Könnte Tunnel wieder voll machen und dann wieder hinstellen. Das wird auch gehen. Ist mir nun egal. Montag, ja. Weitere 4 Folgen, ne? Wird heute machen, mal sehen. Jetzt haben wir schon wieder, ja, 0 Uhr. Tja, was ich nicht verstehe ist, man könnte auch noch ein bisschen mehr aufbringen, ne? Auffüllen, ne? Aber das ist nicht vorgesehen, ne? Anhänger, die Menge, das war's, ne? Ah, hier machen wir mal voll, Drescher. Können wir hinstellen und gleich wieder voll machen, ne? Dann müssen wir nicht wegen 1800 Liter extra anschmeißen. Oh nein, können gleich, wenn er jetzt 10.000 ist. So. So, oh, Lenkung. VB. Wisst ihr was? Gib bisschen Gas. Er schummt ein bisschen nach rechts. Aber ganz schön. Da lenkt zwar gegen an, aber ist noch backig. Verbackt. Jetzt fahren wir ja geradeaus. Müsst ihr mal kurz merken, die Felder sind ja eigentlich von der Länge her gleich lang. 3000. Und nochmal was vergessen, ich glaube 2,8. 2,6. 3. Sagen wir 3,5, 2,8, das wären dann. Mensch, peinlich. Kopfrechnen, ne? Ja. 1000 wären 4. 4,5, 1000 wären 5,5. 6000 müsste ungefähr rauskommen. So in etwa. Ich habe halt die Felder doch ein bisschen unterschiedlich gedüngt. Es war ein Drittel alles gut, aber von der Menge her
dass ein bisschen mehr sein können. Aber wie gesagt, beim letzten Mal Düngen, was ich machen wollte, war das schon wieder ja, sehr gut durchreift und das, da sah ich keinen Sinn drin. 5,5. Da wird es ein bisschen mehr sogar. Oder es täuscht. Ja, V wollte ich drücken, aber es hat B gemacht, ne? Aber ist halt so, ne? Auf geht's! Ja, Hocken, was machen wir nächstes Jahr? Gute Frage, ne? Eigentlich wollte ich, wenn das Update kommt zur rechten Zeit, mal Raps machen. Das wäre ein bisschen leichter, weil der Ertrag ist nicht so hoch. Ne? Dafür müssten wir aber auch weniger mit dem Traktor fahren. Ne? Also einen kleinen Vorteil, in Anführungszeichen. Ne? Also mit weniger Aufwand trotzdem gleich viel verdienen vom Preis her, denke ich mal. Das ist doch ein bisschen teurer. Mal schauen. 9000. 9,3. 9,4. Ach, da kann man jetzt rufen mit 5, ne? Gut, so weit sind wir noch nicht. Das wäre aber für in der Zukunft Option, ne? Löcher Abfahrer rufen dann im Prinzip. Aber gut, wenn ein Bus rumsteht, ist auch blöd, ne? Wie gesagt, wir sind der Traktor ist voll. Ich stelle mir jetzt genau daneben hin, wie immer. Jetzt hier die Bremse an, Motor aus, Bahn und dann fahren wir einfach zum Hof. Da können wir gleich im Anschluss den Prozess des Ausleerens starten, ne? Ganz kurz. Ja, rein. Ausschalten. Wir wollen keinen Staub drin haben, ne? Naja, gut. Auf geht's. Ach so, ja, Macht der Gewohnheit. Drücken wir Enter, ne? Und nichts passiert, ne? So, die Show, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder reinschaut. Nochmal ein dickes Dankeschön für fleißig Reinschauen. Anregungen und Tipps gerne gesehen. Kommentarleiste. Hilft mir weiter, hilft dem Kanal. Ja, wegen dem berühmten Algorithmus von YouTube. Ja, dann mal tschüss, ciao, ciao. Bis, ja, vielleicht bis morgen, ne? Tschüss.